Willkommen zurück zu Mega Man Zero. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir uns hier ein wenig in der heimischen Basis umgesehen. Mit den Leuten gequatscht, ein paar optionale Cyberelfen abgegriffen. Und dann haben wir noch den feindlichen Transportzug aufgehalten. So, aber jetzt weiter im Text. Auf zur nächsten Mission. Ihr habt euch entschieden. Ihr wollt die Datenbeschaffung sehen. Na dann, Ziel, schieß mal los. Erinnerst du dich noch an das alte Labor? Wir hatten keine Wahl und mussten fliehen. Aber meiner Forschung nach muss etwas sehr Wertvolles für dich dort sein. Unser Feind versucht es zu finden, bevor du es tust. Geh und finde es, bevor es zu spät ist. Was meinst du? Ja. Okay, warum nicht? Wir erhalten Energiemessungen feindlicher Truppen. Sie suchen womöglich auch die verschollenen Daten. Pass auf dich auf, Zero. Ja, willkommen im Intro-Level. Wieder mal. Ja, wir dürfen jetzt das Intro-Level quasi von hinten nochmal aufrollen. Allerdings hat sich hier ein bisschen was geändert. Es gibt neue Gegner, stärkere Gegner. Der Ort ist jetzt ein bisschen gefährlicher als zuvor. Deswegen sollten wir jetzt schon vorsichtig sein. So, weg mit euch. Eine Mission, die ich eigentlich auch nicht so mag. Aber ich glaube, die Dinger kann man mit Elektro-Stun, ja. Sollte es nur in einer besseren Position tun. Wer sich übrigens lame findet, dass wir hier nochmal das Intro-Level ablatschen, so von wegen Gebietsrecycling. Gewöhnt euch dran, das wird in dem Spiel noch öfter vorkommen, dass wir in alte Areale zurück müssen. Kann auch passieren, dass dabei komplett neue Gebiete, also neue Abschnitte zugänglich werden. Natürlich liegt es genau da unten die Energie. Natürlich. Halt. Du hältst. Nein, du hältst nicht so an, du hältst mal bitte so an. Lang das Jahr. Ja, sorry, ich bin jetzt sehr feige mit dem Durchlatschen, denn ich habe den Boss von der Mission sehr schwer in Erinnerung. Da bin ich mal lieber eine Pussy und schleiche mich hier durch. Ja, da holt man sich neue Energie und verliert sie direkt wieder. Supi. Na. Mistviecher. Lass mich durch, lass mich einfach durch. Das ist ja das Blöde hier. Die Viecher hängen an der Decke und schießen einfach Projektile und mit der geringen Übersicht, also mit der eingeschränkten Übersicht, die man in dem Gameboy-Screen halt hat, da. Ich mag das nicht. Nee. Ja, lass mich jammern, mein Gott. Von dort aus kommt eine starke Energie. Sei bereit. Ja, wir sind schon beim Boss. Kurzes Level, ja? Ja, ich habe einen Donnerchip drin. Ich habe noch keine Elfen benutzt. Ich habe eigentlich gesagt, ich benutze ein paar. Also drei habe ich mir zum Ziel gesetzt, aber ich will mal schauen, wie weit ich ohne Elfen komme, bevor ich wirklich derbe aufs Maul krieg. Naja. Augen zu und durch. Ja, genau der. Den habe ich erwartet. Ich heiße Maha Gansharif. Ich sammle Daten und Informationen. Alle Informationen, die du hattest, sind jetzt auf dem Server in meinem Körper gespeichert. Wenn du sie zurückhaben willst, musst du mich besiegen. Und sie aus meinem Chip downloaden. Wie sieht's aus? Maha Gansharif ist ein. Ah.
Ja, ein Affen. Ein Affen, genau, genau. Das sieht doch voll nach Affe aus. Ne? Findet ihr nicht? Nee, ist natürlich ein Elefantenboss. Der gerne einen auf Street Fighter macht. Dieses der 1000-Hände-Schlag von E-Honda. Hier kommt die Rollattacke von Blanka. Wobei er noch schön Bomben verteilt. Das hat nichts mit Street Fighter zu tun. Da bist du mir Ritter, ja, natürlich. Hier, nimm das. Ich würde jetzt gerne mit einem normalen Schlag töten, weil es gibt ein Gameplay-Element, was ich euch bisher noch nicht hab zeigen können. Und zwar. Ach, komm, komm. Ja! Seht ihr das? Seht ihr das? Ist der letzte Schlag auf einen Boss. Ein nicht aufgeladener Schlag. Wird er schön in der Mitte durchgespalten. Und das ist in allen Zero-Teilen so. Das ist richtig episch, richtig geil. Und da ist unsere Belohnung. Noch extra. Ein Cyber-Elf. Die Selbstzerstörung wurde aktiviert. Du musst sofort verschwinden, Zero. Okay, okay. Lauf, 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 lauf. Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat hier verdammt nochmal die Tür zugemacht? Ja, und das Zeug wird immer schneller hinter mir. Ich muss hier richtig Stoff geben. Zum Glück sind alle Gegner weg. Hört ihr, wie schnell das knallt? Mit jedem Knall kommt so ein Ding runter. Mach doch auf. Doch so ein Ding. Tot. Du mich auch. Du mich auch. Verdammt. Okay, hier benutze ich ein Leben. Ja, mein Fehler war, ich wollte unbedingt im Dashen schlagen. Ich wollte so schlagen. Dabei ist die Schlagpumpe, glaube ich, einfach besser. Einfach mal stehen bleiben und nicht ständig in Richtung vom Tor drücken. Ja, jetzt aber schnell weg hier. Ja, pff. Gut, ich glaube, einen guten Vorsprung zu haben. So, komm schon, komm schon. Und weg. Zero, Zero! Gott sei Dank. Du lebst. Es tut mir leid, dass du hier rein verwickelt wurdest. Ich warte auf dich in der Basis. Abgeschlossen. So, wir können jetzt, glaube ich, noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Nein, die Dinger sind wieder da. Dann, okay, dann lasse ich das noch erstmal. Wir kommen gleich noch mal zurück. Und ich glaube, da hat sich jetzt ein bisschen, also noch mal was verändert. Aber erstmal, ja. Report abgeben. Ja, Rang C. Wird immer schlechter. Was soll's. Der benutzte Versuch. Na gut, es ist eh meist der Schaden, der die Wertung runterreißt. Wir haben die Daten, die du brachtest, analysiert. Aber die meisten Daten sind unbrauchbar. Die gute Nachricht, wir konnten die Informationen auf deiner Waffe wiederherstellen. Wenn du mehr darüber wissen willst, frag den Techniker Servo. Schade, dass die Mission erfolglos war. Nun ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber wir hoffen, du hilfst uns weiterhin. Ja, es wäre schon sehr interessant, mehr über Zeros Vergangenheit zu erfahren. Schließlich spielt das hier ja 100 Jahre nach der X-Reihe. Was ist da eigentlich in der Zwischenzeit alles passiert? Warum haben wir Zero am Anfang des Spiels so lediert dort vorgefunden? Ja. Wieso war er abgeschaltet? Fragen über Fragen, die sich vielleicht noch klären werden. Aber hey, alles der Reihe nach. Zero, du bist genau rechtzeitig. Sieh mal. Dies ist eine Waffe namens Triple Rod. Rod, genau. Triple Rod. Mit ihr kannst du in alle 8 Richtungen angreifen. Es braucht ein paar Techniken, aber ich bin mir sicher, du packst das. Triple Rod erhalten. Ja, neue Waffe.
können wir jetzt hier ausrüsten. Ist auch auflevelbar, allerdings habe ich das noch nie wirklich effektiv gemacht. Ich weiß, man kann dann, glaube ich, statt einem Stich mehrfach zustechen. Man kann das Ding auch aufladen. Ja, ist halt ein Speer. Das Coole ist, man kann auch nach unten angreifen. Man kann das Ding auch als Art Popo-Stick benutzen. Das heißt, man kann von Gegnern abprallen damit. Ist ganz, also ist gar nicht mal so unpraktisch. Und ich möchte es euch auch mal gerne in Aktion zeigen. Denn jetzt können wir ein paar andere Kleinigkeiten holen. So, zunächst mal wieder hier hin. Die Gegner dürften jetzt hoffentlich weg sein. Ja. So, ihr seht, hier ist alles verschüttet. Nichts mehr da. Dafür hat sich jetzt hier ein neuer Gang aufgetan. Und hier gibt's, na was wohl. Kristalle? Achso, nee, da oben war das Ding, okay. Man kann das, glaube ich, hier mit einem gescheiten Sprung auch schaffen, da hochzukommen, aber... das ist mir zu blöd. Ich piek's das Ding so auf und lass den Elfen runterkommen. Na komm, na komm. Hihihihi. Cyber-Elf-Verhalten. Ja, für sowas ist das Ding auch gut. Hm. Yay, tiefer Fall. So. Und wir machen noch einen Abstecher an den alten Ort. Und zwar zur Abfallanlage. Dort haben wir in der ersten Mission dann noch einen Cyber-Elf gesehen. Den möchte ich jetzt mal versuchen zu erreichen. Ja, habt ihr gesehen? Das war zumindest ein kleiner Sprung, was ich hier machen kann. Ich glaube, wenn man es auflevelt, kann man das noch ausbauen, dann kann man höher springen. Oder war das erst in späteren Teilen? Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall... ja, ich habe den Triple Dot nie wirklich ausgerettet im Spiel. So. Ah, genau. Auf dich muss ich, glaube ich, drauf. Dann kann ich jetzt da hoch. Kann ich ja... das Ding hier aufstechen. Und mir das Goodie holen. Yay! Und jetzt bitte zurück zum Saber, ne? Immer noch cooler. Bei die Basis zurück. In aller Ruhe. Ich weiß nicht. Wollt ihr mal sehen, was der Triple Rod so aufgelevelt so bringt? Soll ich den mal aufstufen? Ich, wie gesagt, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nur, dass es vielleicht noch ein mehrfacher Angriff, also ein Doppelschlag oder so, dazu kommen wird. Aber mehr... ja, schreibt mir ruhig mal. Dann mache ich das vielleicht. So. Ah, jetzt haben wir schon ein paar Missionen gemacht, aber immer noch keine weiteren Orte erreicht. Mensch, Leute, wählt mal was Neues hier. Ich frage mich gerade... ein bisschen kurz der Pater. Ja, wir haben jetzt noch die Bruchlandung, die besetzte Fabrik und dritte Callbot zur Wahl. Ach, wisst ihr was? Leute, ich stelle das hier trotzdem mal zum Vote. Wir können mal gucken, ob Ziel noch was Neues zu sagen hat. Nee, wie gesagt, glaube ich immer nur das, ja, den letzten Abschlusstext von der Mission wiederholt sie. Gut. Dann speichern wir mal.
Und damit sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.